So, Freunde, willkommen zurück zu Eroberung bei Battlefield 1. Wir haben wieder das Scharfschützengewehr mit dabei. Ich hoffe, dass die Folge jetzt ein bisschen besser wird wie die letzte. Warum er jetzt schon nicht getroffen wurde, weiß ich nicht. Wir müssen kurz mal ein bisschen in Deckung gehen hier. Ein bisschen auf safe machen. Wir doch schon gut angehittet sind. Und ich möchte nichts riskieren. Fein getroffen, okay, nett ist immer noch einer. Ja, das ist wieder typisch, ja. Da stehen meine Leute rechts, ich stehe links. Ich werde als erstes getötet von den Rechten, die kommen. Ja, Panne. Ist wieder gut, ist wieder gut. Komm schon. Mann, wer schießt denn? Von wo schießen die schon wieder auf mich? Das ist doch manchmal gar nicht möglich. Ja. Es hätte auch ein One-Hit sein können. Aber ist es nicht. Hätte es sein können. Wollen wir mal Flieger nehmen kurz? Ich weiß nicht, welcher Flieger ist denn der mit dem Feuer? Es gibt doch so einen mit Feuer irgendwie. Welcher ist denn das? Ich möchte auch gerne mal den mit Feuer nehmen, aber... Ich weiß gar nicht, wo ich den herkriege. Oh shit, das war voll der Fehler jetzt. Ist doch ein Bomber hier, oder nicht? Was soll ich denn damit jetzt? Ich habe doch gar keinen Bomber ausgewählt. Ach so, Piloten, ich wollte gerade schon sagen, ich bin doch voll. Kann ich denn da einen neuen Klassenrang erreichen? Kein getroffen, läuft. Gucken wir mal hier. Oh shit, jetzt geht die Scheiße wieder los. Manche treffen ja mit den Abwehrgeschützen permanent die Flugzeuge. Wie es möglich ist, weiß man nicht. Aber manche haben einfach so ein krasses Aim, glaube ich. Und da ist ein Panzer. Läuft. Läuft wieder super. Ich genau jetzt hier wieder mit dem Panzer lande. Komm, Digga, fahr. Was macht der Panzer da überhaupt? Und tot. Komm schon. Besser nicht, geh rein in die Butze. Komm, mach. Schön, dass wir hier drinnen sind. Das ist gut. Das ist sehr gut. Tür ist leider am Arsch. Können wir uns aber die Base zurückholen. Komm schon, Digga. Hol die. Wir sind auch alleine hier. Der einzige Nachteil ist der blöde Panzer. Okay, der ist rausgerannt. Scheiß drauf. Kurz mal um Heilung betteln. Der ist selber Medic und stellt kein Medic jetzt. Zu viele Gegner hier. Oh shit, es war wieder klar. Ey Leute, ganz ehrlich, jeder, der was anderes sagt, dass ich kein Pech habe, dass es an mir alles liegt, dass ich kein Pech habe, der ist bescheuert. Es ist pures Pech, was ich habe. Pures Pech. Du bist Pech. Granate ist raus, aufpassen! Der Panzer lebt immer noch. Dieser fucking Kackpanzer. Der mich absolut nervt. Ein feindlicher Tank!
Achso, ich habe gerade das ein Gegner. Okay, lassen wir das einfach mal hier so stehen, weil ansonsten hocken wir noch morgen hier und haben immer noch nichts erreicht. Weil wenn Panzer da ist, dann ist eh scheiße, kannst du nichts machen. Ja. Und da ist ja immer mehr Panzer reinpatcht in dem Spiel. Weiß ja nicht, wo das Ganze hinführen soll. Aber naja. Am besten noch weniger Schaden mit den Waffen auf die Panzer. Damit es auch länger dauert noch ein bisschen. Scheiße, komm, 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 komm. Oh Mann, wenn ich das schon mehr sehe, wie wir angegriffen werden. Okay. Okay. Also ganz ehrlich, Leute, der eine Schuss war auf jeden Fall ein Headshot. Aber nicht getroffen, war wieder eine unsichtbare Stelle. Eine undurchdringbare Stelle, glaube ich. Unten hat auch jemand gesniped, wie es ausschaut. Jetzt müssen wir wieder von hinten aufpassen. Komm, Tomis, wir machen das Ding hier. Wir müssen das Ding machen. Ist wieder irgendwo einer? Tot. Komm, 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 komm. Geil ist immer, wenn du die Gegner dann gar nicht triffst. Ist immer cool. Macht immer Spaß. Digga, mach mal Platz. Brauch ein bisschen Concentration. Okay, der ist natürlich wieder tot, der Typ. Unten ist jemand. Das sniped jemand. Ja. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, Mann. Aber die Leute, die gimpen halt da und brauchen, muss auf einen Punkt schauen, ja. Auf dem Felsen, wo man vorschauen kann, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann brauchen sie bloß nur abdrücken, ja. Es ist. Ist nicht schwer, ist nicht schwer. Wenn du dann auch noch kurz stehen bleibst und zielst. Und ich weiß von meiner Erfahrung her. Ja, natürlich. Ich weiß von meiner Erfahrung her, dass bei Battlefield 1, wenn man läuft, während man schießt, die Waffe ungenauer wird. Auf PC ist es nicht so. Da ist immer Headshot, wenn man in der Bewegung schießt. Ja, es ist immer Headshot. Man kann nur Headshots machen in der Bewegung. Auf Konsole leider nicht. Deswegen ist ein bisschen blöd. Aber naja, was können wir machen? Der Typ sniped immer noch. Jetzt weiß ich. Yep. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht mal, wo der Typ hockt. Retten tut mich eh keiner. Ja. Ich warte noch kurz, vielleicht haben wir Glück. Er kommt. Er kommt nicht. Okay, er kommt nicht. Alles klar. Wie stehen wir? 5-6. Läuft. Gute Runde, würde ich sagen. Gute Eroberungsrunde. Doch, muss man schon sagen. Oh, Leute, Mann. Diese Fuck-Flugzeuge auch noch dazu. Wenn ich nicht getroffen habe gerade. Er lebt wieder. Schön. Ah, toll, ey.
Danke für die Heilung, Digga. Lebt das noch oder habt ihr den jetzt? Ernsthaft, Digga? Der lebt immer noch. So eine Scheiße. 3 Schuss, der lebt auch noch. Das ist doch schon wieder eine Kackrunde hier. Eine Kackeroberungsrunde ohne Müll. Ich glaube, das Gegnerteam ist einfach zu gut. Es ist einfach so. Es ist immer noch dasselbe Team wie die letzten paar Runden. Weiß jemand, trifft manche Gegner auch nicht. Der erste Schuss hat eigentlich auch wieder gesessen. Seht ihr? Das ist eine ihrer Soldaten. Jetzt holt er mich, jetzt holt er mich. Unser Homie, okay? Ey, es ist so lächerlich! Man trifft die manchmal nicht. Du machst denselben Schuss wie im letzten Mal auch, aber du triffst sie nicht. Schönes Ding wenigstens. Schöner Headshot wenigstens. Ist okay. Gegner? Nee. Sah bloß so aus. Gehen wir mal mit her, eh. Und gleich nochmal Munition mit. Wenn wir eh schon mal hier sind. Komm, Digga, hol Punkte. Schade eigentlich, hätte ich gern gehabt. Naja. Kann man nichts machen, Freunde. Es ist so, wie es ist. Unten kommen welche, wie es ausschaut. Oder doch nicht. D haben wir. 4286. Das ist voll kacke. Wir werden jämmerlich versagen. Wieder mal, wieder mal. Muss man ja dazu erwähnen. Es läuft wieder mal scheiße. Alter, worauf ballern die? Da hockt jemand, aber den kriegen wir nicht. Der hockt da hinterm Felsen. Bisschen Panik, ob ihr das hinten schon wieder jemand sniped. Der Pisser hat uns nämlich vorhin schon weggeholt. Wach, Soldat. Ja, Mann! Was, Soldat? Geh doch! Komm, lad nach. Scheiße.
scheiß Flugzeuge auch. Fahrzeug aber unseres, das ist gut. Da hinten kommen sie, glaube ich, auch. Da müssen wir aufpassen, ey. Oh Mann, Leute. Krasser Fight hier auf jeden Fall. Alter, was geht denn hier ab jetzt? Die rasten ja voll aus. War auch gerade ein Gegner, der ist aber schon wieder tot. Und dann snipern sie wieder. ...37. Scheiße, tot. Wow, 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 da oben ist noch jemand. Ich verpiss mich kurz. Natürlich! Es ist so lächerlich. Es ist echt so lächerlich, Mann, dass man den da nicht wegkriegt. Es ist so schwachsinnig einfach. 10-8 auf einer Eroberungsmap, 30 Minuten. Ey, ganz ehrlich, das ist so lächerlich. Da mache ich ja bei Team Deathmatch innerhalb von 5 Minuten mehr Dinger. Er muss wieder nach. Und die letzten paar Dinger hier nochmal ein bisschen aufmucken, ey. Wenn hier irgendwo jetzt auch mal wieder ein bisschen was sehen würde. Ach ja, wieder von hinten. Das ist so schön. Man sieht die meisten Gegner einfach nicht. Die kommen von hinten. Auf PC kommen immer nur von vorne. Auf Konsole kommen auch von hinten, von den Seiten. Only von vorne. Serversuche only von vorne. Gegner only von vorne als die Map. Da hinten. Fick dich, Junge, ey. Da drüben, Speer. Oh, warum muss ich denn jetzt wieder nachladen, Mann? Es kotzt mich so an. Er stirbt nicht. Geht doch, Digga. Hör auf zu snipen, du Pisser. Man muss auch immer in den unmöglichsten Situationen nachladen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Oh, oh. Oh shit! Oh shit, Panzer kommt. Panzer kommt und ich glaube, da war auch gerade ein Gegner noch. Scheiße. 16-9. Naja, wir haben ein bisschen aufholen können jetzt. Wäre mir natürlich lieber gewesen, wenn es noch besser geklappt hätte. Aber die Gegner sind einfach zu gut. Das sind gute Gegner im Gegnerteam. Treffsicher. Schnell. Muss man leider mal so sagen. Außerdem werde ich permanent von irgendwelchen Panzern und abgeworfenen Bomben geholt, was auch die Sache sehr leicht macht. Und sehr schön ist auch für dieses Spiel. Dieses Spiel ungemein bereichert, muss man ja sagen, ne? Denn ohne Flugzeuge, Panzer und permanentes Sterben durch unlogische Panzerangriffe und so, wäre das Spiel nicht so schön.
Oh shit. Läuft wieder, ne? Der Panzer kommt jetzt auch noch her. Ich bin der Letzte, der hier steht. Schwer gut, oder? Komm, 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 renn ein bisschen weg. Mann! Voll verzogen, ey. Naja, Leute, was will man dazu sagen? 17-10, nicht ganz so geil. Für Eroberung auf jeden Fall deutlich zu wenig. Aber ihr seht es ja selber, man wird oft genug von Situationen geholt, wo man nichts für kann. Man kann auch machen, was man will. Gerade auf Konsole, wenn es ein bisschen schwieriger ist mit dem Zielen und so. Und ja, sieht manchmal einfacher aus. Ist nicht einfach. Muss man wirklich üben und üben, üben, üben. Aber ein Skill, wie man ihn auf dem PC hat, wird man hier auf PlayStation niemals erreichen können. Leider Gottes finde ich ein bisschen schade. Mir kommt es auch so vor, als wenn auf PC gewisse Sachen irgendwie, ich weiß nicht, anders sind. Ja? Ich weiß, jetzt wird es wieder einige geben, die sagen, ja okay, du redest dich immer nur raus, weil du nicht kannst. Ja, kann sein, dass ihr das so seht, aber trotzdem muss ich sagen, auf PC, ich weiß auch nicht, manche Waffen one-hitten auf PC. In manchen Situationen wirst du einfach nicht getroffen. In manchen Situationen kannst du jemanden treffen, obwohl du ihn eigentlich nicht treffen kannst. Ist ganz komisch. Also wenn man sich die großen YouTuber anschaut, die machen Sachen, das würdest du selbst niemals hinkriegen. Ja, entweder ist es Luck oder es sind einfach nur andere. Es ist einfach nur anders. Wie soll ich das sagen? Hat ein anderes Raster auf PC. Vielleicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist man auf PC anders irgendwie vom. Wie soll ich das sagen? Anders vom. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Da reagiert das Spiel einfach anders auf gewisse Sachen auf PC. Das könnte sein, einfach vom Gameplay her, dass das dort anders gestaltet wurde. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Wäre so eine Idee, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich trotzdem cool, mal wieder oben zu zocken. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es nicht die beste Runde war. Lasst bitte ein Feedback da. Daumen nach oben würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Abonnieren wäre auch sehr nett von euch, wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt. Auch wenn jetzt viele wahrscheinlich denken, der ist eh voll schlecht. Der kann ja Battlefield überhaupt nicht. Den brauche ich nicht abonnieren, ja. Ich war ja mal gut und werde hoffentlich auch mal wieder besser. Allerdings ist 16-10 jetzt auch nicht so schlecht. Ja, bei einigen Kills konnte man vielleicht sehen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Aber naja, ist eine andere Geschichte, Leute. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Servus.